Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute mal wieder eine Buchreview und zwar ist es die letzte von diesem Jahr. Wie krass ist dieses Jahr bitte vergangen? Ja, nächstes Jahr wird übrigens die Buchreview anfangen mit den Harry Potter Büchern. Also ich glaube ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher. Das heißt die ersten 7 Monate werden es Harry Potter Bücher geben. Ja, aber danach gibt es wieder ganz fleißig andere. Ja, ich stelle euch heute das Buch vor, Die Rache trägt Prada von Lorraine Weisberg. Und das ist quasi der zweite Teil von Die Teufel trägt Prada und das wurde nie verfilmt. Deswegen musste ich das lesen, wie geht's weiter mit Andrea. Und ja, ich lese euch einfach mal vor, was hinten drauf steht. Sie ist die glücklichste Frau in New York, bis das Schicksal sie geradewegs in die Arme ihrer schlimmsten Feindin führt. Andrea Sachs schwebt auf Wolke 7. Ihre Hochzeit mit dem umwerfenden Max Harrison steht kurz bevor und auch beruflich könnte das nicht besser laufen. Sie ist die erfolgreichste Herausgeberin des Hochzeitsmagazins The Plunge, das sie zusammen mit ihrer besten Freundin Emily leitet. Die beiden hatten sich vor fast 10 Jahren als Assistentinnen der gefürchteten Miranda Priestly kennengelernt. Miranda, Chefin des Modemagazins Runway, hatte sowohl Andrea als auch Emily mit ihren Launen und Forderungen damit zur Verzweiflung getrieben. Doch nun kreuzen sich die Wege der drei erneut. Für Andrea ein wahrer Albtraum. Style, Glamour und Drama. Die brillante Fortsetzung des Weltbestsellers Die Teufel trägt Prada. Ja, das hat schon ziemlich viel verraten. Es spielt quasi 10 Jahre nach der Kündigung bei Runway. Andrea hat Emily, das war ihre andere Assistentin, als beste Freundin, und zwar haben sie sich bei einem Kochkurs wieder gesehen und sind dadurch Best Friends geworden, haben zusammen das Hochzeitsmagazin The Plunge gelauncht. Und ja, das ist mittlerweile das größte Hochzeitsmagazin der Welt. Und natürlich wollte Elias Clark, wo Miranda mit Runway auch ist, die haben und wollte das für einen satten Betrag, ich glaube 2 Millionen Dollar, kaufen. Und Andrea ist halt eben verheiratet mit Max Harrison. Max Harrison ist einer der Investoren von The Plunge. Und die bekommen sogar zusammen eine kleine Tochter, und zwar Clementine. Und die heiraten wirklich romantisch und da geht es halt auch um die Hochzeit und über das Kind und ja, und Andrea, wie es auch hinten steht, wollte nie an Elias Clark verkaufen und wie es dann zu Ende geht, das ist echt krass. Und dann das Happy End ist quasi das Krasseste, was niemand, also ich persönlich hätte das ganze Buch nie gedacht, nie. Ich habe das gestern fertig gelesen und ich dachte mir so, wow, krass, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Ich will euch wirklich das nicht erzählen, weil sonst braucht ihr das Buch wirklich nicht lesen. Aber das war echt so, wow. Ernsthaft? Das ist echt krass. Aber ich kann euch einen Tipp geben, wahre Liebe findet immer wieder zueinander. Ja, ich kann euch wirklich nur dieses Buch weiterempfehlen. Das hatte ich jetzt bei Hugendubel für 2,95 bekommen. Das ist halt so ein preisreduziertes Mangelexemplar. Aber, weil es hier hinten nämlich so ein paar Risse hatte. Aber ansonsten ist das Buch echt im super Zustand und hier so ein bisschen angekokelt war. Aber, und für das Lesen und die Fortsetzung quasi wissen, war es echt wert, 2,95. Normalerweise kostet das Buch 9,99 €. Und ja, wenn ihr so Der Teufel trägt Prada sucht, die seid, dann müsst ihr das Buch lesen, wirklich, damit ihr wisst, wie es weitergeht. Ja, das ist echt krass. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt auch schon und mache das Video nicht mehr länger. Und wir sehen uns dann nächstes Mal zum einen neuen Video. Ich weiß nämlich nicht, wann ich dieses Video online stelle, weil ich habe es jetzt im Oktober gedreht. Heute ist Halloween. ja, ich hoffe, euch gefällt's und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Tschüss!